gibt bei den Landschaftsparkprojekten ganz unterschiedliche Aspekte. Zum einen ist es Naturschutz, ist Artenschutz, ist Ökologie. Zum anderen ist es aber auch wichtig, dass die Menschen hier in der Region unsere vielfältige Landschaft wieder besser erleben können. Und da muss man den Menschen auch die Möglichkeit geben, an das Ufer zu kommen. Und an dieser Stelle hier jetzt, wo ein Neckarstrand gemacht wird, ist ganz speziell ein Abschnitt dafür vorgesehen, dass die Menschen am Ufer sind. Und ein anderer Teil wird der Natur zurückgegeben und der Natur überlassen. Und dort haben die Tiere ihren Lebensraum. Um jetzt artenschutzrechtliche Konflikte zu vermeiden, wird eben nach diesen Großmuscheln gesucht. Und wenn welche gefunden werden, sollen sie umgesiedelt werden in den Bereich da hinten. Dort findet nämlich kein Eingriff statt. Da finden die also dann einen neuen Lebensraum. Hier haben wir eine junge Teichmuschel gefunden, eine Entenmuschel. Die ist etwa in ihrem zweiten Lebensjahr. Und ein schönes Zeichen, dass der Neckar hier auch Lebensraum für einheimische Arten von Flussmuscheln ist. Im Rahmen von Vorhaben, bei denen Bäume entfernt werden sollen, gilt es immer, eine sogenannte artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen, weil in alten Bäumen, Bäumen mit Höhlungen, gerade hier am Rand von größeren Flüssen, wie es der Neckar darstellt, verschiedene Käferarten in Baumhöhlen drin sind, die artenschutzrechtlich sozusagen von Belang sind. Ich saug mit dem Sauger diesen Mulm raus. Die ist relativ tief, da kommt man schlecht ran. Mit dem Schöpfer, die ist auch eng. Und mit dem Sauger, mit dem flexiblen Rohr, kriege ich sozusagen das Material raus, das hier drin ist. Also jetzt haben wir hier eine Mulmprobe aus dem zu untersuchenden Höhlenbaum gewonnen. Man kann auf der obersten Mulmschicht genau sehen, was sozusagen in so einer Höhle drin lebt. Wenn man das sich jetzt hier genau anschaut und das so ein bisschen ausstreicht, dann sieht man, dass da also keine Spuren der Anwesenheit von Käferlarven zu sehen ist. Das heißt, dieser Baum ist nicht besiedelt. Das Projekt zeigt, wie die Europäische Union ganz konkret auch mit finanziellen Mitteln die nachhaltige Entwicklung und eine gute Lebensqualität in den Ländern fördert. Das heißt, dass europäische Fördermittel tatsächlich bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen, und zwar in Form einer verbesserten Lebensqualität vor Ort, neue Naherholungsgebiete. Aber auch, dass wir natürlich die Umwelt und die Natur schützen, denn auch das ist ein wichtiges Ziel der Europäischen Union. Gerade einen Fledermausnistkasten auf für an sich baumhöhlenbewohnende Fledermäuse, aber das ist auch nicht auszuschließen, dass Fledermäuse, die auch in Gebäuden wohnen, solche Kästen annehmen. Eher kleinere Arten, Brauhautfledermaus, Mückenfledermaus, vielleicht auch Bartfledermäuse. Also wirklich massiv was für den Naturschutz jetzt hier. Ja, natürlich. Was mich sehr freut. Ja. Der Bau der Skipanlage als auch des Fischleichgewässer ist das Produkt unserer Zusammenarbeit des Sandufers vorne, weil wir gesehen haben, es funktioniert ausgezeichnet mit unseren Projektpartnern der Stadt Ludwigsburg, der WSA und der Region Stuttgart.
sodass wir diese drei Projekte mit entsprechendem uferbegleitendem Weg dann hier weiter fortführen möchten. Die heutige Veranstaltung bedeutet für uns den Einstieg in das zweite Live-Plus-Projekt, was wir ja hier fahren in der Stauhaltung Poppenweiler, um diese Zusammenarbeit mit den Kommunen, eine Bundeswasserstraße mit Fläche, also Linie mit Fläche zu verbinden. In baulichen Maßnahmen haben wir heute hier nach einem guten Jahr Planungszeit den Spatenstich gefeiert, um dann entsprechend jetzt im nächsten halben bis dreiviertel Jahr dann die Baumaßnahmen durchführen zu können, um einfach den Beweis antreten zu können, dass dieses Zusammenarbeitsmodell nicht nur auf dem Papier funktioniert, sondern eben auch in der Realität in einer Baumaßnahme tatsächlich spürbar, greifbar und sichtbar wird. Ja, die Gabionen werden hier halt zusammengebaut. Gabionen sind Drahtkörbe, wie man sieht, mit Stein gefüllt. Und sie haben halt hier den Zweck, um halt den Hang abzufangen. Hier im Bereich der Flachwasserzonen, die als Ausgleichsmaßnahme für das Sandufer, was stromaufwärts des Neckars entsteht, werden hier Flachwasserzonen angelegt. Hier ist die nördliche der beiden Flachwasserzonen. Auf der wasserbaulichen Seite haben wir ein 70 cm starkes Deckwerk eingebaut, was im Grunde für die Wasserschifffahrt die Ufersicherung darstellt. Ja, das ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Gemeinde Remseck und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Es ist schon was Einmaliges, wenn man eben diesen konstruktiven Wasserbau mit ökologischen Maßnahmen kombinieren kann, mit den Ansprüchen, die wir an die Wasserstraße haben, mit den kommunalen Wünschen nach Ökologie, nach Erlebbarkeit, nach urbanem Leben am Wasser. Und von daher sind das schon sehr spannende Geschichten mit Sandufer, Erlebbarkeit durch Begehen, durch Sehen, Erleben und abgeschiedenen Bereichen hier mit diesen Flachwasserzonen oder später auch mit dem Fischleichgewässer, wo die Natur sich weiterentwickeln kann. Wir betreuen hier die Objektüberwachung der Live-Plus-Maßnahme für die Stadt Remseck. Wir befinden uns hier jetzt am Sandufer, das jetzt hier entsteht. Und die aktuelle Situation schaut wie folgt aus. Die bauauszuführende Firma hat jetzt hier das Fundament für den Neckarbalkon hergestellt und wird jetzt im Laufe dieser Woche diese Wegeverbindung, die Treppenanlage, vom Weg oben bis zum neuen Sandufer herstellen. Und die Bauarbeiten werden jetzt circa noch 2 Wochen dauern. Dann wird, wenn die Treppenanlage gestellt ist, wird hier der weitere Verlauf von der vorhandenen Gabione weitergeführt bis vor, damit diese Wegeverbindung am Sandufer entlang bis wieder hoch zu der alten Wegeverbindung hergestellt ist. Gerade bei, wenn ich weit bin, ich weg. Ja. So, jetzt muss ich weg. Dann ist ich weg.
diese merkwürdigen Rollen, die da am Ufer liegen, das ist ein Filtervlies, das dafür sorgen soll, dass die feinen Teile vom Wasser nicht ausgeschwemmt werden. Die Schifffahrt erzeugt bei jedem Durchgang Sog- und Wellenschlag, was man auch immer schön sehen kann, wenn das Schiff vorbeifährt. Und jede Wellenbewegung nimmt immer ein bisschen Feinmaterial mit in den Fluss hinein. Deswegen ist auch unser Neckar so trüb. Und wir verhindern mit dem Filtervlies, dass diese Feinanteile in den Fluss eingetragen werden. Wir haben die Chance, dass wir unsere zerstörten Ufer, die durch Sog- und Wellenschlag der vorbeifahrenden Schiffe stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, ökologischer sanieren können. Wenn die Stadt so weitermacht, noch weiter das Ganze ausbauen, das wäre fantastisch für die Familien, die im Umfeld halt wohnen. Das wäre toll. Das, was passiert mal am Neckar und nicht nur ein Kanal da ist, gell? Das ist wirklich schön. Hoffentlich geht es so weiter. Ja.